Hallo? MacGyver! Die Woche ist geschafft. Ja, MacGyver. Ich weiß dank Shinjis, tatsächlich weiß ich dank Shinjis Vlog, den er letztens gemacht hat, auch zu diesem Thema. Ja. Dass der Typ tatsächlich einen Vornamen hat. Ich weiß ihn gar nicht mehr. Der wurde in der Serie tatsächlich mal gesagt. Angus. Angus, ja. Richtig. Angus. Wie das MacGyver. Leckere tote Tier. Genau. Ja, weil er auch Texaner ist, glaube ich. Nein, nein, das sollst du gar nicht machen. Das sollst du gar nicht machen. Nein. Nee, das macht er aber jetzt schon. Nee, macht er nicht. Nee. So, alle sind hungrig. Du brauchst auf jeden Fall immer noch so einen Wasserfilter, ne? Die zwei sind am müde dran sein. Ja, ja. Müde ist noch nicht so schlimm. Sehr müde ist halt. Geh du noch mal basteln. Und du isst erstmal einen Happen, weil du warst unterwegs. Du hast auch einiges an Materialien rangeschafft, was wir brauchen für Holz und da, was. Da, da! Ja, was soll man yes! denken? Aber du brauchst auch noch Filter. Ja, aber... Was? Das sind die Filter fürs Wasser. Du brauchst du ja. Schrott 345, wie du weißt. Ja, das sollte vielleicht passen. Guck mal, dann baue ich das jetzt. Muss ich das draußen hinstellen? Nee, kannst du drin hinstellen. Glaube ich. Aber ich meine ja. Draußen kannst du sowieso nicht, wenn hinten im Garten. Aber kannst du auch nicht, ja dann. Nee. Dann baue ich das jetzt hier rein. Ja. Baust nicht zu weit weg, weil da musst du oft hin. Ach so. Dann baue ich es vielleicht so neben. Baust du in die Küche? Ja, hier so, oder ne? Da passt nicht mehr hin. Ja, dann baust doch dahin. Oder neben die Werkbank, ein Raum noch nach rechts. Ich bin verwirrt. Hier. Ein Raum noch nach. Ja, genau. So, und du kannst dann direkt mal. Wasserfilter, oder? Ja, Wasserfilter basteln, genau. Ja. Und du kannst hier mal gucken, was wir da noch. So, okay. Genau, guck mal nach der Destille, was die kostet. Herstellen. Weil die Destille ist nicht schlecht, wenn du Schnaps herstellen kannst. A, macht das die Leute ein bisschen fröhlicher. Und B, kannst du es gut handeln. Ja, kann man gut verticken, ne? Mhm. Eine Schaufel habe ich ja noch gefunden jetzt, ne? Ja, genau. So, da ist ein Wasserfilter. Jetzt kannst du den auch einsetzen, glaube ich. Mach mal, geh mal drauf. Wo drauf denn? Klick mal auf den Wassersammler. Ja, habe ich doch. Da geht er schon hin. Wasser. Eins für zwei. Ich brauche zwei Filter. Nee, du hast zwei. Ach ja, ja genau. Ja, ich könnte jetzt Wasser herstellen. Ja, genau. Gut, das ist gut. Brauchst du ja jetzt noch nicht, aber nö. Also mein Koch, wo ist er denn? Ja, da ist mein Koch. Du kannst jetzt auch eben selbiges tun. Oh, da kommt ein Dude. Mhm. Schick doch irgendwen, nicht Bruno, damit er kommen kann. So, warte mal. Ah, hier fehlt Feuer. Ja. Und das machen wir aus Büchern? Jo. Und du gehst jetzt hier mal hoch. Und an die Tür kriegen. Den ganzen Tag Zeit, du Spaß. Oh, was hat er denn? Der Brudi. Guck mal nach Waffen. Weiter unten vielleicht. Na, nur ein Patronen. Ja, das hilft nicht. Ohne Gewehr bringt das nichts. Nee. Oh, das wollte ich nicht. Aber ich kaufe sie trotzdem. Ne? Ja. Waffenteile hat er. Ja, du kannst dann später so eine Werkbank, auf der Metallwerkbank kannst du, glaube ich, Waffen herstellen. Und ein paar Medikamente mitnehmen? Moment, brauchst du keine, ne? Aber. Das ist aber etwas, das ist immer nicht schlecht auf Vorrat zu haben, oder? Korrekt. Du musst gucken, ob du. Will, dass er. Eine Menge will er dafür haben. Die Waffenteile kannst du vielleicht erstmal hergeben. Die Elektronikteile eigentlich auch, ne? Erstmal, ja. Was ist das denn hier? Schmuck. Ja, das kommt weg. Das ist doch nur. Das ist nur zum Verhandeln, genau. Reicht ihm auch noch nicht. Was ist das? Helm. Kaputter Helm, kaputte Gitarre. Oh, kannst du auch. Wobei die Gitarre hebt mal auf, damit kannst du, das hast du schon gesehen, dass du eine bauen kannst. Okay. Das ist nicht schlecht für Stimmung aufhellen und so. Ah, das ist doch schon. Nimm das Holz noch weg. Das Holz ist. Welches von ihm? Nee, was du da reingetan hast. Oh, ich hab Holz reingetan? Ja. Das wollte ich nicht.
Soll ich hier noch so ein Konservendose oder sowas mitnehmen? Musst du wissen, weiß ich gerade nicht. Essen haben wir eigentlich erstmal. Ja, ne? Bisschen zumindest. Ja, dann ist das auch in Ordnung. Dankeschön. Adios, amigo. Ne, brauche ich nicht. Tschüss. Tschüss. Ja, mach das doch. Das wäre doch nett. Würde ich mich ja freuen. Dankeschön. So, und du machst sogar die Tür zu. Das ist aber netter. Ein netter Kerl, ne? Netter Bruder, ja. Was da fehlt dir Wasser für. Ja. Mensch! What a luck! Dauert eine halbe Stunde. Ja, der Wasserfilter ist schon nicht unwichtig. Das ist schon praktisch, ja. Guck mal, schick mal hier den Läufer an die Werkbank. Wir sehen, was wir noch so bauen können. Ist noch nicht fertig. Du musst es noch da. Hier, die. Du musst noch 5 Stunden sammeln, siehst du? Ach so. Da kannst du morgen kochen. Ja. Reicht ja. Ja. Da ist die Gitarre rechts oben. Und da sind Fenster zum Vernageln. Ich kann Bretter zunageln. Einen Stuhl, eine Gitarre. Noch irgendwas Nützliches vielleicht auch. Kräuterwerkstätte, Destille. Die Kräuterwerkstätte ist, glaube ich, nicht verkehrt. Was macht er das? Was kommt denn da? Dann kannst du Kräutermedizin, Bandagen, und dann aufwerten. Oder soll ich vielleicht erstmal das Ding aufwerten? Ja, das ist, glaube ich, das Ziel, ja. Also hier unsere. Ja, die Metallwerkbank. Ja. Geht aber noch da nicht. Fehlt mir Holz und Schrott. Zwei Holz und. Ja, ein bisschen Schrott. Gut, dann wissen wir ja, was wir das nächste Mal mitnehmen. Ja. Hast du schon einen Ofen? Ich glaube nicht, ne? Das ist ein Herd. Ofen. Da, eins oben drüber. Ne, einen Ofen haben wir nicht. Da musst du auch dran denken. Sonst, wenn der Winter kommt. Kalt wird, ne? Ja, dann frieren wir nämlich ein. Ja, weißt du was, dann warte ich jetzt aber bis aufs nächste Plündern. Naja, du kannst Tag beenden im Prinzip. Ja, weil dann können wir vielleicht beides basteln. Ja. Und so. So. Gefahr ist erstmal nicht gut. Naja, ohne Gefahr wirst du relativ wenig finden. Krankenhaus, Vorsicht ist geworden. Reisebüro. Reisebüro klingt nicht schlecht, finde ich. Ja, dann probieren wir es doch mal aus, ne? Dann, gut, also sie machen mit der lange Zeit Stimme geworden. Da kommst du nur noch Reisen an, den man sich mit der Radiesen von unten ansehen darf. Ja. Ja, dann gucken wir doch mal. Habe ich das alles so richtig? Ja. Ja. So. Wo ist das Messer mit? Brechstange auch? Auf jeden Fall, ja. Damit die Sachen aufpressen. Lünnen und so. Ja. So, das war's. Lündern. Plundering. Ja. Nach links muss ich, ne? Ne, nach rechts. Oder kann ich hier hoch? Ne, rechts. Der da hoch. Gut. Hä? Das ist Schutt. Ich schaufel mal mitgenommen. Ja. Jetzt mies. Ja, ich weiß. Ja. Er sagt es, ne? So, oh, ist wie es ist. Und Viertel haben wir ja schon. Na eben. Warum wird denn jetzt die Musik eigentlich so fancy? Weil da bestimmt irgendwo Homies rumlaufen. Und sagen, hallo, was wollen Sie hier? Mein Haus. Junge, wie lange der braucht, um so einen Scheißhügel Schutt wegzuräumen, ne? Naja, ist ja auch schuttig. Ja, und er kann da nicht drüber klettern. Nein, nee. Nein. Das geht nicht. Das ist technisch nicht möglich. Da war auch bekannt. Muss man wissen. Ja, mein Fehler. Ich entschuldige mich. Tja, und sonst? Ja, ich räume gerade Schulz weg. Vorletztes Video übrigens, ne? Was denn? Ja, morgen kommt das letzte Video. Ja, ich weiß.
Bist du schon aufgeregt? Nö. Nein? Nö. Hier ist ja ganz locker, floggig dran. Ich glaube, ja. Ich wäre aufgeregt an deiner Stadt. Hilft ja nichts. Nö, natürlich nicht, aber trotzdem. Wenn es scheiße ist, gehe ich wieder. Ja. Noch mal so eine Geschichte wie in der Rea. Nur noch ein Zettel. Wer ist das denn? Der sitzt da. Hör doch mal die Tür auf und sag Hallo. Nee, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Okay. Dann war das mit dem Schutthaufen wegräumen auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja, weil ich jetzt weiß, was da ist. Also war es sinnvoll. Ja, aber hätte man das vorher gemacht? Ja, hätte, hätte. Warum ist eigentlich die Mucke so laut geworden? Mucke nicht. Hört dich kaum. Schon sehr laut. Kann ja auch mal ein bisschen näher ans Mikro. Hallo. Ich glaube, so ist besser. Jo. Ja, da kannst du durch, da ist keiner. Da ist auch der Boden noch da. Der andere Homie ist jetzt weggelaufen. Guck mal, ob er die Treppe hochgeht. Das siehst du ja nicht, du hörst ihn nicht, ist zu weit weg. Nö, aber ich sehe ihn. Hier ist doch alles klar. Stimmt. Ja. Gut. Guter Punkt. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Ich will jetzt erstmal meine Seite des Hauses abchecken. Da kannst du dich verstecken. Ah. Also in dem Gebäude geht gerade nicht so viel. Also in der Seite des Gebäudes. Ja, da ist nicht so viel. Ne? Da ist auch keiner. Also hier würde ich. Na ja, gut. Was denn? Ich wäre da oben durchgegangen, aber jetzt. Du wärst hier oben durchgegangen? Ja. Kannst du nicht. Ja, ist kaputt. Zu benagelt. Ja. Haben sie bei den anderen Türen bestimmt auch gemacht. Wahrscheinlich, ja. 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 Ja, super. Dann bleibt er ja nicht viel. Aber der ist ja gerade weg. Naja. Ja, aber da ist auch. Ach, da ist er wieder. Hallo. Oh, ist ja ganz nett. Hallo, macht keinen Ärger und läuft weg. Jo, vielleicht hat er Schiss. Kann ich mich eigentlich bei sowas auch verletzen, wenn ich irgendwo runterklettere oder so? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wäre interessant zu wissen, ne? Ja, das ist richtig, aber ich kann es dir nicht sagen. Genau. Nö, ist ja nicht schlimm. Ich hab ja nur gedacht, vielleicht ist das so. Durchaus im Bereich des Möglichen, so ist es nicht. Ich hätte echt... gut. Was denn? Ich hätte erst... Oh, oh. Der will ich hauen. Der will ich hauen. Kämpfen? Ja. Rennt er weg. Clever. Ich habe auch eine abgekriegt. Hm, hatte ich mal gemessert. Nicht so viel. Also es ist irgendwie ein schwieriges Haus, das Ding, ne? Wie kämpfe ich denn überhaupt? Ja, du musst dann... Links hast du jetzt Messer schon ausgewählt. Dann musst du auf ihn draufklicken, dann greift er ihn an. Okay. Was heißt denn die? Ja, du musst auch wieder plündern auswählen, sonst. Oh, da kommt ein Homie. Bleib lieber auf Messern. Der macht mich nass. Ja, der killt dich. Renn weg. Renn weg. Ich will ja. Ja, der ist aber schon zu verletzt. Er wird sterben. Ja. Obwohl. Lassen wir noch ein bisschen Zeit. Ja, scheinbar. Oh, bloody! Alter. Der hat eine Schrot! Ja. Aber du hast es gerade geschafft. Alter Schwede. Aber der Homie ist jetzt echt fast tot, ne? Ja. Scheiße. Okay, da vielleicht erstmal nicht mehr hin. Nee, was für Lutscher, ey. Aber Errungenschaft. Ja, Mensch. Fürs Blut. Ja, mir geht's jetzt nicht so gut. Ja, schick den direkt ins Bett, aber erstmal machen wir, ne? Oh, und angegriffen wurde auch noch. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Was haben sie mitgenommen? Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Wasser. Ja, gut. Marco Blute sieht nicht so aus, als würde er es überleben. Schön. Also es war ja eine gute Nacht auch. Ja, hat doch gut geklappt. Gut, dann überlassen wir die... Sie ein bisschen Holz mitgebracht. Ja. War der Tod nicht ganz sinnlos. Dann überlassen wir die dem... Nicht, dass hier hinten Holz liegen würde. Nee. Aber naja, wer das bin ich. Das ist aber ranzig bestimmt. Auch. Das ist nicht so schön. Auch. Nee, auch. Die mögen lieber Buche. So. Gut. Dann macht's erstmal gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Und tschüss.